Das ist so ziemlich alles, woran wir denken, richtig. Wir essen, damit wir nicht sterben. Wir paaren uns, damit unsere Saat weiterlebt, erschaffen Kunst und errichten Wolkenkratzer, auf das unser aller Namen über Jahrhunderte erinnert werden. Guten Tag. Ah, Mr. Long, mein Freund, wie geht es Ihnen? Was kann ich für Sie tun? Eine Nachricht? Von wem mag die wohl sein? Sans Serif, oh ja, ich kenne sie. Oh, mit der dürfen Sie doch keine Karten spielen. Und wie lautet die Nachricht? Die Mietskaserne? Ach, die am Ende der alten Durchgangsstraße, ja, die kenne ich. Morgen Abend dann. Sagen wir, nach dem Abendessen. Sei Jan, verehrter Freund. Wo war ich? Tot. Tot, ja. Wir leben unser kurzes, wildes, angsterfülltes Leben, das mal so oder so läuft. Musik und Ehrgeiz. Die Erfindung von Göttern, einem Jenseits, alles nur, um von der unverrückbaren, unüberwindlichen, diamantharten Staumauer den Tod abzulenken. In der Erkenntnis, dass es uns das Hirn zerfetzen würde. Wie Eier.